Und jetzt hat sich diese Couch schon wieder gewandelt. Neben mir sitzt jetzt Martin Seib vom Institut für Medienbildung. Guten Abend, Martin, hallo. Dankeschön, hallo, dass du dir Zeit genommen hast, kurz auf der Couch Platz zu nehmen beim Linzergassenfest, das geheime Sommerfest von FS1 zum vierjährigen Geburtstag unseres Studios stattfindet. Und Martin Seib, das Geschäftsführer des Instituts für Medienbildung hier in Salzburg und hat vor 4 Jahren, besser gesagt auch schon vor 6 Jahren, gemeinsam mit der Radiofabrik und dem Dachverband für Kulturstätten dieses Projekt in Angriff genommen. Ist jetzt mit seinem Institut auch Gesellschafter von FS1 und ich denke einer der größten Förderer und auch Forderer dieses Projekts. Dazu gleich eine Frage, Martin, wie kommt es denn dazu, dass man sich als Institut für Medienbildung, und ich weiß, dass Kultur- und Bildungseinrichtungen in Österreich nicht bestens ausgestattet ist, sich leisten will, ein Fernsehprojekt in Angriff zu nehmen? Dem Institut für Medienbildung geht es, wie schon im Namen drinnen steckt, um Medienbildung. Und was liegt da näher, als ein Fernsehprojekt anzugehen, wo es Medienbildung im Kern braucht, um Fernsehen zu machen. Und wir das einfach gut unterstützen können, dass jeder Mann und jeder Frau Fernsehen machen lernt, Filme machen lernt und damit Medien machen lernt. Dazu ein kurzer Blick in die Geschichte von dem Institut für Medienbildung. Das Institut für Medienbildung hieß früher die Aktion Der gute Film, das heißt Kernkompetenz und Hauptgeschäft vom Institut für Medienbildung war die Beschäftigung mit Film und später dann, als es immer elektronischer wurde, auch mit dem Medium Video, immer mehr auch aktiv damit umzugehen. Was waren denn die eigentlichen Anfänge in der aktiven Medienarbeit, die ihr so geleistet habt? Ja, die eigentlichen Anfänge war ein Raum voller Video-Equipment, eine sogenannte Super-VHS, also das war das etwas bessere VHS, Schnittanlage, Magnetbänder, Bänder, Rekorder, von denen man von einem Rekorder auf den anderen überspielt hat und das nannte sich dann Videoschnitt. Und wir hatten den Luxus, 2 Zuspieler zu haben, das heißt, wir haben 2 Rekorder gehabt, die dann auf einen überspielt haben. Da war damit sozusagen schon ein Überblendschnitt möglich. Luxus, wirklicher Luxus in der Videoschnitttechnik, unser Beginn in der handlungsorientierten Medienpädagogik. Was man dazu sagen muss, die Aktion Film und jetzt das Institut für Medienbildung sind keine Filmproduktionsstätte im herkömmlichen Sinn, sondern die arbeiten stets mit Interessierten, mit Schulklassen, bieten große Workshop-Angebote an, um Jugendliche vor allem an das Medium heranzuführen und auch einen kritischen, aber auch fachmännischen, fachfrauischen Umgang damit zu erlernen. Du hast gerade angedeutet, wie aufwendig Videoproduktion noch vor einigen Jahren war. Jetzt mit dieser sogenannten digitalen Revolution hat sich doch einiges gewandelt. Wie siehst denn du die Arbeit mit Video heute im medienpädagogischen Kontext? Technisch ist vieles einfacher machbar. Inhaltlich, formal, dramaturgisch ist es immer noch das Gleiche. Und darum geht es uns bei FS1, darum geht es uns als Institut für Medienbildung, Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Geschichten zu erzählen und ihnen auch zu sagen, wie sie die Geschichten gut erzählen können, sodass sie entsprechend bei den Zuseherinnen und Zusehern auch ankommen. Das heißt, es war für das Institut für Medienbildung eigentlich eine logische Konsequenz, sich auch bei so einem freien TV-Medium mitzubeteiligen, besser gesagt, das eigentlich mit großen Anteilen mitzuentwickeln. Ja, es war nicht nur eine logische Konsequenz. Viele Jahre bevor die Idee von FS1 gemeinsam mit der Radiofabrik entstanden ist, ist schon die Idee gar da gewesen, aus der Klappe, dem Salzburger Jugendfilm- und Videofestival heraus, gibt es in der Zwischenzeit nicht mehr, da einen sogenannten offenen Kanal, wie das ja früher hieß, auch zu gründen. Da gab es mit einer Kollegin von mir so die Idee, mal überhaupt was ins Internet auch zu bringen, überhaupt eine Plattform darzustellen. Also wichtig war uns immer einfach Plattformen zu schaffen, wo sich insbesondere junge Menschen in ihren Video- und Filmschaffen verwirklichen können. Plattform ist so ein gutes Stichwort. Wir feiern ja heute auch 4 Jahre FS1, zumindest 4 Jahre FS1 in der Bergstraße mit dem TV-Studio. Die Frage, ob Fernsehen denn nicht eigentlich tot sei, stellt man sich als Fernsehmacher fast täglich. Wie ist denn deine Sicht als Medienpädagoge? Ist Fernsehen tot oder muss Fernsehen neu verstanden werden? Oder sprechen wir grundsätzlich nur noch von YouTube? Man könnte natürlich jetzt provokant sagen, YouTube ist Fernsehen. Ich tue nichts anderes wie Fernsehen, wenn ich auf YouTube schaue.
Natürlich hat sich ganz viel verändert. Wenn ich so an meine eigene Jugend denke, und da ist ja der FS1 durchaus ja ein wunderschöner Anklang darin. Damals gab es in Österreich in meiner Jugend auch FS1. Ich hatte ja den Luxus, als Jugendlicher mit 5 Fernsehsendern aufzuwachsen. Das waren ja nicht allen gegönnt. Wir hatten ja in Salzburg da auch noch die bayerischen Sender, die über Antenne reinkamen. Das war Fernsehen im klassischen Sinne, wie es viele Menschen heute auch noch verstehen. Nämlich ich schalte die Glotze ein und bin damit konfrontiert, was gerade gesendet wird. Schön, dass es heute anders ist. Schön, dass ich heute als User durchaus wählen kann, was ich mir gerne anschauen möchte. Dass ich auf YouTube gehen kann und sage, ich wähle entsprechend meiner Vorlieben mir die Dinge aus. Aber nicht nur YouTube, es gibt ja viele andere Distributionskanäle, die mehr on demand einfach gute und schlechte Dinge transportieren. Und ich denke, dass früher oder später diese Möglichkeiten sicherlich auch für FS1 zur Verfügung stehen. FS1 sendet jetzt im Internet, ist damit weltweit empfangbar, sendet terrestrisch über Kabel, und früher oder später, denke ich, gibt es einfach auch die Lieblingssendung für mich bei FS1 abfragbar. Ich denke auch, dass sich das Fernsehen ein bisschen ändern muss und auch neu verstanden werden muss. Und da ist die Frage, ob du mir zustimmst. Ich denke, Fernsehen ist eher eine Produktionsart des Videos, die jetzt nicht nur den Clip mit dem Handy beinhaltet, sondern vielleicht etwas aufwendiger, redaktioneller, auch dramaturgischer, etwas mehr durchdacht als den 30-Sekunden-Clip, den man oftmals im Video findet. Und die Distributionsform über den Fernsehschirm als ein festes Empfangsgerät ist eigentlich mittlerweile aufgehoben, beziehungsweise hat sich einfach erweitert. Ist das was, was man so stehen lassen könnte als Medienpädagoge, der du bist? Ja, jedenfalls. Also es ist einfach stärker, individueller geworden. Der User sucht aus, holt sich die Dinge, die er oder sie gerne haben möchte. Fernsehen verändert sich. Auch hier ein gutes Schlusswort. Fernsehen verändert sich tatsächlich auf unserer heutigen Hauptfrage, nämlich: Hat Fernsehen Zukunft oder ist es schon tot? Wir von FS1 sind quicklebendig und melden uns in Kürze wieder. Ich gebe ab an die große Webcam über unserem Sommerfest und melde mich in Kürze wieder.